Ja, die Aktion War das Lo geht wählen soll einfach nochmal verdeutlichen, wie wichtig es ist, gerade nicht unbedingt in dieser Zeit, in jeder Zeit wählen zu gehen und seine Stimme sinnvoll zu nutzen. Ich finde, mit dieser Aktion können wir auf jeden Fall die Gemeinde gut repräsentieren, egal welche Altersklasse wir hier haben, egal welche Interessen halt die Vereine hinterhergehen, ist ganz egal. Schön, dass ihr alle da seid. Liebe Wallersloherinnen und Wallersloher, in rund 2 Wochen findet die Kommunalwahl statt. Und auch bei uns in der Gemeinde Wallersloh sind dann rund 10.500 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Ich wünsche mir sehr, dass möglichst viele Menschen dann von diesem demokratischen Recht auch Gebrauch machen. Vor allem auf lokaler Ebene gibt es also beste Chancen für eine direkte Mitbestimmung. Sie bestimmen mit und das ist ein gutes Zeichen für das Funktionieren unserer Demokratie. Heute nutzen wir gemeinsam die Kraft der Symbole, um auf die Wichtigkeit der Wahl aufmerksam zu machen und gemeinsam zur Wahl aufzurufen. Wallersloh ist bunt und soll bunt und offen bleiben für alle Menschen. Und aus diesem Grund müssen die Wallersloher Bürger wählen gehen, müssen die Liesborner, Diesteller und Göttinger Bürger wählen gehen, müssen alle Bürger aus Nordrhein-Westfalen wählen gehen. Jede und jeder von uns hat die Möglichkeit, durch seine Wahl unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft und unsere Heimat mitzugestalten. Wir müssen mit allen Kräften die so dringend notwendigen Brücken, die den Zusammenhalt in unserer Gemeinschaft darstellen, weiter stärken. Auch wenn momentan vielerorts versucht wird, neue Gräben in der Gesellschaft aufzureißen, wissen wir, nur gemeinsam können wir das schaffen. Nur gemeinsam sind wir stark, sind wir Wallersloh. Es macht mich wütend, wenn heute wieder Menschen in Deutschland gezielt durch billige Parolen, Lügen und Falschmeldungen gegen Ausländer und Andersdenkende und gegen unser politisches System aufgebracht werden. Diese Parolen sollen Angst machen, einschüchtern und verunsichern. Politiker, Künstler, Journalisten und engagierte Bürger sind betroffen. Jede Menge Hass, Hetze und auch immer mehr Morddrohungen. Wohin das führt, haben wir in Kassel und Halle gesehen. Vielfalt und Unterschiedlichkeit prägen unser Leben und unsere Dorfgemeinschaft, unser Wallersloh. Neuem oder Unbekannten mit Neugier und Offenheit zu begegnen, führt zu gesellschaftlichem und kulturellem Fortschritt. Die Erkenntnis aus unserer Geschichte kann nur lauten, das darf nie wieder passieren. Und als ständige Erinnerung beginnt unser Grundgesetz einer Überschrift gleich mit dem Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und zwar die Würde jedes Menschen, gleich welcher Religion, Rasse, Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder Behinderung. Die Zukunft unserer Gesellschaft liegt allein in der Vielfalt, in der Toleranz und im friedlichen und offenen Zusammenleben aller. Wichtig ist, dass wir nicht nur unsere Mitglieder motivieren, sondern eben einen Querschnitt der Gesellschaft und die ganze Gemeinde, sodass die Wahlbeteiligung möglichst hoch ist und so eben auch die Interessen gut wiedergegeben werden bei der Wahl. Wir sind sehr zufrieden mit der Teilnahme hier an der Veranstaltung, auch gerade weil eben, wie gesagt, super viele Vereine da waren und eben die Vielfältigkeit auf jeden Fall gegeben war. Ja, auch Adolf Kolping hat sich zu seiner Zeit immer wieder gesellschaftspolitischen Fragen gestellt und sich damit auseinandergesetzt und zu seiner Zeit seine Schlüsse daraus gezogen. Und ich denke, auch wir müssen heute Flagge zeigen, dass es ganz wichtig ist für unsere Wahl hier in Wallersloh eine hohe Wahlbeteiligung zu haben, sodass wir weiterhin eine bunte und vielfältige und von Vereinen getragene Gemeinde sind. Ja, ich will ganz ehrlich sagen, zunächst einmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Aktivität der Landjugend und auch der Kolping-Familie, dass das in dieser Form so möglich war. Danken möchte ich auch den vielen, vielen Vereinen, Verbänden und Institutionen, die wirklich auch hierher gekommen sind heute Abend, Flagge und Gesicht gezeigt haben. Auch Gesicht zeigen ist immer wichtig, gerade wenn man sich um öffentliche Ämter bewirbt.
Letztendlich können wir die Situation hier gut gestalten, indem wir alle wählen gehen. Darum geht es am Ende, darum ging es auch heute. Also Vardaslo geht wählen, am 13.09. wählen gehen oder schon vorher ins Rathaus kommen und zur Briefwahl die Unterlagen abholen oder gleich per Briefwahl im Rathaus wählen. Das ist wichtig für die nächsten Tage und alles Weitere sehen wir dann später. Wir stehen hier zusammen und das war heute einmal mehr ein sehr, sehr deutliches Zeichen, dass wir eine bunte, schöne Gemeinde haben mit all ihren Ortsteilen und mit den Menschen, die darin leben. Ich bin auch einer davon. Alles Gute, wählen gehen!